In unserer Sammlung gibt es viele und vielleicht ist es sogar die größte Zahl der Werke, die man weniger einfach nur betrachten sollte, sondern die man wirklich lesen kann. Also das heißt, es lohnt sich immer wieder wirklich nah heranzutreten und sich anzuschauen, was dort passiert. Ein sehr gutes Beispiel für so eine solche Art von Werk ist zum Beispiel die Serie von Max Klinger. 1878 entstanden, Fantasien über einen gefundenen Handschuh der Dame, die ihn verlor, gewidmet. Es sind 10 Vorzeichnungen für eine Radierfolge, die er letztendlich geschaffen hat, die eigentlich die Geschichte eines Traumes erzählen. Das erste Bild ist ein völlig unverfängliches normales Bild, würde man sagen. Man sieht ein Gebäude, davor verschiedene Leute. Wir befinden uns Ende des 19. Jahrhunderts. Die Damen haben lange Röcke an und Hüte auf. Die Herren haben Zylinder auf und grüßen einander. Und wie man dann dem Titel entnehmen kann, handelt es sich um eine Rollschuhbahn, vor der diese Leute stehen.